Glaube, das Mikro war die ganze Zeit aus. Kann das sein? Ich glaube schon. Jetzt habe ich die ganze Zeit gelabert und gelabert und nischt. Kam bei euch an. Das ist natürlich toll. Bin ja super vorbereitet hier. Gut, dann starten wir nochmal neu. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Runde in meinem Stream. Thema heute für mich, für euch wird sein der DK als unheilig DK. Da bei YouTube die Frage aufkam, ob ich das nicht mal machen könnte. Einen kleinen, in Anführungszeichen, Guide zum Unholy Decay. Ich selbst habe den Unheilig ja nie großartig gespielt. Ich habe den DK auf Tank hauptsächlich gespielt. Also mir persönlich machen die Tanks am meisten Spaß, weil ich ja, ein bisschen vorgeschädigt bin von anderen Spielen. Ich stehe drauf, einfach alles zusammenzuziehen, was möglich ist und das Ganze dann auch möglichst überleben zu können. Ob das jetzt eine halbe Stunde dauert, bis ich die Mobs kaputt habe oder ja, oder als CD jeden Einzelnen innerhalb von Sekunden kaputt machen. Oh, das ist halt, muss jeder für sich selbst wissen. Gut, was hatte ich noch? Ja, zum DK an sich erstmal. Ich denke, jeder, der ein DK spielt, kennt die Fähigkeit beziehungsweise das Talent. Wollen wir es denn? Bin ich jetzt blöde. Ja, Runenschmieden unter Todesritter allgemein. Damit können wir unsere Waffe verzaubern und brauchen nicht die Verzauberung vom Verzauberer. Als DD und in letzter Zeit auch als Tank ist eigentlich Rune des gefallenen Kreuzfahrers mit das Beste, was man drauf machen könnte. Für den Frost Decay gilt natürlich noch Rune des schneidenden Eises. Müsst ihr selber gucken, ob ihr das auf beide Waffen draufhaut. Ich habe einmal Kreuzfahrer und einmal schneidendes Eis auf den Einhandwaffen drauf. Und jetzt für den unheilig DK des gefallenen Kreuzfahrers. Hier geht es uns natürlich um die 15 Sekunden, in denen wir 18% Stärke dazu bekommen. Gut. Was noch? Noch irgendwas im Vorfeld? Ja, eigentlich, lernt man seinen Charakter ja kennen beim Leveln. Also, angenommen, ihr startet euren DK, ich weiß gar nicht, wo ihr jetzt startet, bei Level 30 oder so. Und angenommen, ihr fangt als unheilig an, dann kommen nach und nach die Fähigkeiten dazu. Aber mal im Ernst, beim Leveln des Skillen ist doch was anderes, als wenn man am Ende irgendwo im, jetzt sagen wir, ihr lauft jetzt Mythic-Innies. Das ist doch was ganz anderes, wie ihr da eure Skillung vielleicht möglicherweise anpasst. Erschwerend hinzu kommt, dass mit steigendem Item-Level eure Werte sich ständig verändern, ihr da gucken müsst, dass ihr da irgendwie hinterherkommt, die Werte entsprechend anzupassen. Und ja, gut, das ist ein ständiges Hin und Her, immer gucken, dass ihr mit den Werten hinhaut, mit den Skillungen hinhaut. Die Skillung hier habe ich zum Beispiel jetzt, ich habe sie Rio genannt, weil ich sie von Raider.io, von einem Spieler, übernommen habe. Ist natürlich so eine Sache. Kann da nochmal kurz zeigen, wie das funktioniert. Einmal hier, linker Bildschirm. Ihr geht auf die Seite Raider.io zum Beispiel. Jetzt, ne? Ist natürlich das
Beste, um da jetzt irgendwie zu gucken. Aus meiner Sicht. Und dann habt ihr hier, also wenn ihr, ich glaube, man muss eingeloggt sein. Für. Auf jeden Fall könnt ihr hier gucken, bei Mythisch zum Beispiel plus Klassenrollen, Ranglisten. Und dann sucht ihr euch hier eure Klasse raus und die entsprechende Rolle. Wir wollten jetzt wissen, unsere Schadensklasse beim DK. Und da sehen wir schon unsere Top-Spieler. Und manche haben hier auch so eine Info noch dazu. Da sieht man dann direkt oben rechts, der ist auf unheilig in der Wertung zum Beispiel. Wenn wir da jetzt mal einfach mal reingehen in einen so einen Spieler, dann haben wir hier rechts den Talentbaum und könnten den dann direkt kopieren und hier bei importieren dann einfügen, geben wir einen Namen. Und ihr seht schon, hier haben ein paar Talente geändert im Vergleich zu dem, was ich jetzt vorher hatte. Deswegen meinte ich ja, das muss müsst ihr halt die ganze Zeit gucken. Der eine hat jetzt die Runenmacht mit dazu genommen, vielleicht der andere hat dann erhöht den Schaden von den Fähigkeiten dazu genommen und so weiter und so weiter. Es kann natürlich auch von so wie es jetzt die letzten Male war, also die letzten Wochen von Blizzard herkommen, dass irgendwelche Fähigkeiten einfach mal geändert werden. Aktuell ist es so, wenn Fähigkeiten geändert werden, dann wird euch euer Set direkt zurückgesetzt. Ist auch ein bisschen ärgerlich, wo man wieder alles von vorne machen muss. Was ich bei den Talenten aktuell noch sehr, sehr ärgerlich finde. Man kann nicht sagen jetzt, ich möchte einfach mal gucken, wie verhält sich diese Fähigkeit hier, weil dann müsste man jetzt gut, vielleicht falsch ausgedrückt. Wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt auf dem Punkt hier und möchte einfach nur wissen, wie ist die Fähigkeit im Vergleich mit der zusammen oder mit der zusammen, dass ich so eins nach dem anderen mache. Funktioniert aktuell natürlich leider nicht. Man muss immer den kompletten Baum durchgeskillt haben. Naja, ist halt ein bisschen nervig, ein bisschen Übungssache, ein bisschen, naja. Aber ihr kriegt das schon hin. Was für den DK auf unheilig aktuell wichtig ist, Meisterschaft und Tempo. Das sind so unsere Hauptwerte, auf die wir gehen. Ich habe hier natürlich jetzt gar nichts, weil das ist halt ein gräbliches Item-Level und ich habe geguckt, dass ich in diesem aktuellen Content von Dragonflight mehr auf PvP setze als auf Instanzen. Wobei ich auch da sagen muss, ist so eine Sache mit dem PvP. Im letzten Content hat mich PvE dahingehend ein bisschen geärgert, dass doch eine sehr verbreitete negative Einstellung unter den Leuten herrscht. Und das gleiche hatte ich jetzt natürlich jetzt vor 2-3 Tagen im PvP. Da habe ich gewertetes Einzel gespielt mit meinem Paladin. Und auch als Tank anfangs, was ganz gut lief. Und dann dachte ich mir, ach komm, guckst dir mal den DD an. Retrik Pala ist auch so ein Ding, was ich nie gespielt habe. Und häng dann da im gemischten Einzel mit eigentlich ganz gut equippten Spielern. Und
Hab dann so ein bisschen Schwierigkeiten, meine Fähigkeiten zu finden, klar, weil alles neu angeordnet. Und auf jeden Fall war jemand dann der Meinung, er muss mich dann noch im Chat die ganze Zeit beleidigen, von wegen, dass ich keinen Plan habe, bla etc. Das ist natürlich auch ein bisschen frustrierend und macht dann auch nicht so viel wirklich, nicht so wirklich viel Spaß. Aber da muss man gucken, dass man da irgendwie drüber steht. Gut, aber jetzt wieder weiter zum DK. Nachdem ich die Dis. Oh, jetzt bin ich noch auf dem falschen Bildschirm, ne? Jetzt bin ich hier noch. Nachdem ich das. Hat man das natürlich gar nicht gesehen mit dem Importieren, ne? Also importieren, klar. Steuerung V und dann irgendwie Beschreibung reingeben. Bin schon wieder super vorbereitet hier, ey. Und jetzt sieht man es nochmal hier, also das Talent, was jetzt wir dort importiert haben. Da hat der Spieler die drei Fähigkeiten drin gehabt und der andere, wo ich das importiert hatte, ja, die drei Fähigkeiten drin gehabt. Genau. Das Ding ist aber, dadurch, dass ich selber keinen Plan von dem Unheilig Dekar bis dato hatte, war zwar schön, jetzt den Skillbaum zu haben, aber wie es funktioniert, ist natürlich eine ganz andere Sache. Dazu muss man sich einfach mal die Fähigkeiten durchlesen. Was ist denn jetzt los? Der Kaffee schlecht oder was? Und versuchen rauszufinden, was die Fähigkeiten an sich überhaupt bewirken. Zum Beispiel, dass hier Todesmantel ist ganz wichtige Sache. Belegt den Gegner mit Todesfäulnis, wodurch 10 Sekunden lang der Schattenschaden vom Decay erhöht wird bis maximal 10%. Das können wir auch direkt mal einfach nur mal gucken hier, wenn wir jetzt im Kampf sind. Und jetzt mache ich Todesmantel und dann seht ihr hier Todesfäulnis. Ein Stack geht runter. Nochmal Todesmantel, zweiter Stack, der geht runter. Da müsst ihr ein Auge drauf haben, dass dieser Stack nicht ausläuft. Ihr wollt ihn, wenn möglich, natürlich schnellstmöglich auf 10 haben, dass ihr die 10% mehr Schaden macht. Da ist natürlich das Tempo wieder wichtig, weil durch Tempo höhere Schlaggeschwindigkeit etc., verringerter Global Cooldown, schnelleres Ticken der Dots durch den Tempowert. Und natürlich, wie gesagt, alles in allem steigert natürlich die Runenmacht-Regeneration. Also, wenn ihr schneller zuschlagt, die Dots schneller ticken. Das hat alles Einfluss auf die Runenmacht-Regeneration. Und dementsprechend, je mehr Runenmacht ihr habt, umso häufiger könnt ihr natürlich den Todesmantel raushauen und schnell eure Stacks hochhalten oder hochbekommen, wie auch immer. Genau. Das zu dem erst einmal. Jetzt seht ihr hier schon, schwerende Wunde. Ist auf 6 gestackt. Wenn ich schwerender Stoß mache, kriege ich ein Stack, also 2 bis 3 Stacks schwerende Wunde. Es geht aber nur bis 6. Das heißt, jeder Stoß von schwerende Wunde, schwerender Stoß, mit 2 Runen, die er verbraucht, wäre in dem Sinne sinnlos. Weil wir haben ja schon unsere 6 Stacks. Geht nicht höher. Also sinnlos im Sinne von, ja, so wir wollen ja den Stack nutzen, um zum Beispiel hier jetzt beim Geißelstoß erhöhten Schaden zu machen. Wenn ich jetzt Geißelstoß mache, geht ein Stack weg.
Und der Geißelstoß macht dadurch mehr Schaden. Das ist, welche Fähigkeit war es gewesen? Einen Moment. Irgendwo hatte ich es gelesen. Schwerender Stoß, die bei Schaden durch Geißelstoß oder beim Tod aufgebraucht wird. Genau so war das. So, man sieht es hier im Tooltip in der Beschreibung rechts unten. Erhöht er, also verursacht 1740 Schattenschaden und 5 Runenmacht wird dadurch erzeugt. Also ihr wollt natürlich die schwerende Wunde drauf haben auf dem Mob. Bis maximal 6 Decks. Und natürlich durch den Geißelstoß den Boni dadurch bekommen, mehr Schaden zu machen und entsprechend die Runenmacht zu bekommen. Jetzt haben wir aber auch den Vorteil, wir haben natürlich als Unheilig-Dekan noch unseren Ghoul. Wenn wir den jetzt raufschicken auf den Mob, sehen wir, oh, schwerende Wunde steckt auch dort hoch, wenn der Ghoul zuschlägt. Und auch der Ghoul schafft es, die schwerende Wunde bis auf 6 hochzustecken, wenn er das alleine macht. Dementsprechend ist der schwerende Stoß eher so ein Ding. Und wenn ihr vielleicht bei einem Stack seid oder so, dann sollte man nochmal einen schwerenden Stoß machen. Dass ihr wieder öfter den Geißelstoß einsetzen könnt. Aber an und für sich braucht man den schwerenden Stoß da jetzt nicht unbedingt. Und dann lieber die Rune dadurch verbrauchen, dass ihr dann den Geißelstoß macht. Oder halt die unheilige Verseuchung zum Beispiel. Was haben wir noch? Armee der Toten braucht eine Rune. Das war es dann, glaube ich, auch schon. Achso, Ausbruch könnte man auch noch machen. Genau. Das braucht auch eine Rune. Jetzt haben wir das. Kommen wir zu noch einem Punkt. Und zwar. Tempoerhöhung zum Beispiel durch Tod und Verfall. Und zwar, welches Talent war das nochmal? Ich habe es vorhin irgendwo wieder gesehen gehabt. Jetzt finde ich es wieder nicht. Auf jeden Fall, solange man im Effektbereich von Tod und Verfall steht. Bekommt man 10%? Ne, 5% Tempo. Hier ist es unheiliger Boden. Jetzt könnte man das Ganze versuchen zu kombinieren. Ein bisschen. Indem man sagt, man geht rein in den Fight. Und macht erstmal Tod und Verfall. Hat man direkt erstmal 10% Tempo. 5%. Versucht dann seine Combo zu machen, erstmal den Ausbruch rauf, dass wir die Krankheiten bekommen auf die Mobs. Oder ihr geht mit der unheiligen Verseuchung rein, das ist euch überlassen, wie ihr das macht. Tempoerhöhung, genau so war es. So. Jetzt haben wir unsere Krankheiten drauf und die ticken. Alle 3 Sekunden 370 bzw. 1000 oder 1,5 Sekunden 1200, whatever. Durch den Geißelstoß verringert ihr aber noch die Zeit, in der die Dots ticken. Das heißt, vorher waren es hier alle 3 Sekunden 300 Schaden, jetzt alle 1,5 Sekunden. Und man hat es gerade gesehen, es ging wieder weg. Also man muss wirklich gucken, dass der Geißelstoß aktiv bleibt. Ich weiß gar nicht, wie lange man Zeit hat dafür jetzt.
Achso, hier Schaden durch Krankheiten erfolgt nur noch Prozent schneller. Der Seuchenbringer ist das. Wenn er weg ist, ist er wieder bei 3 Sekunden. Die Spielweise bedarf natürlich einiges an Übungen. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt in die Inni reingehen würde und direkt erst am Damage bin. Zumal ich aktuell gar keine Innis großartig kenne auf Mythix. Aber man muss natürlich auch wissen, wann drückt man was. Man hat ja doch hier seine 45, 1,5 Minuten oder 2 bzw. 3 Minuten Cooldown. Wenn wir jetzt zu einer Mobgruppe springen, die nicht so wichtig ist, dann lohnt es sich natürlich nicht, unsere ganzen Cooldowns rauszuwerfen. Sondern erst beim nächsten Mob vielleicht. Aber das ist alles einfach Übungssache. Ihr könnt das ja jetzt mal vergleichen. Also ich habe jetzt hier ein Item Level 366. Wenn ich jetzt einfach mal mit der Skillung hier in so eine Mobgruppe reinlaufen würde, hier, zack, Damage, gib ihn. Ihr könntet ja selber vergleichen, wo ihr jetzt mit dem Damage liegen würdet, wenn ihr hier an der Puppe steht und drauf drückt. Aber ich denke, das sieht ganz, ganz passabel aus hier, 66k DPS. Geißelstoß. Run macht es voll, also haben wir Todesmantel raus, Geißelstoß. Gucken, dass wir unseren schwerende Wunde drauf haben und wieder Geißelstoß machen können. Ohnmacht verbraten. Genau. Und mit ein bisschen Übung kriegt man es dann wahrscheinlich auch hin, würde ich sagen. Man hat die Timer einigermaßen im Gefühl drinne. Wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Geißelstoß zuschlägt, bekommt man ja einen Stack hier. Heiter macht, erhöht eure Stärke und man sieht, der Timer geht runter. 15 Sekunden, 13. Das deckt zwar hoch die Stärke, aber der Timer wird nicht resettet. Wenn er jetzt auf 0 fällt, dann ist die Stärke einmal weg. Und man fängt dann halt wieder von vorne an. 1 Stack, 2, 3, wie auch immer. Ja, genau. Das einfach mal so im Allgemeinen zum Unheiligdicker. Einfach ein bisschen üben. Es muss jetzt nicht unbedingt hier an der Puppe sein. Es kann auch direkt live beim Questen sein oder beim Indies laufen, wie auch immer. Und schaut halt wirklich, dass ihr euch mit euren Fähigkeiten so ein bisschen beschäftigt. Mal durchlest, was können denn andere Fähigkeiten hier? Bringt mir das vielleicht jetzt in der Inni mehr? Zum Beispiel die monströse Gliedmaße. Sorgt natürlich dafür, dass alle Mobs rangezogen werden. Im letzten Addon war es im Raid ja so, bei dem einen Mob-Boss, dass sie die Ads nicht zu dem getankten Mob kommen sollten, weil sonst der Raid explodiert ist. Und wenn man dann die Gliedmaße zieht und dann die Mobs ranzieht, ist natürlich doof, weil dann der Raid immer stirbt. Da müsst ihr gucken, dass ihr dann vielleicht irgendwas anderes nehmt. Sich hier so ein Defense oder was weiß ich was.
Wobei der Rest ist ja bloß nur Defense hier eigentlich. Genau. Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Hoffe nicht. Vielleicht nochmal kurz zum Makro-Thema mit dem mit diesem Exploit hier war es zum Beispiel so, dass man also Tod und Verfall legt man ja normalerweise, klickt es an und legt es irgendwo hin. Und mit diesem Exploit war es wohl so, dass man einfach den Mob im Target hat, die Fähigkeit gedrückt hat und automatisch der Tod und Verfall bei dem Target gelandet ist. Sicherlich geile Sache, aber alle anderen Spieler haben das nicht. Der andere Spieler muss klicken und also der es nicht weiß oder wusste, wie auch immer, muss halt selber klicken. Es ist Prinzip eigentlich genauso wie beim Heiler. Jetzt aktuell durch das neue Mouse-Over-Heal ist es durchaus einfacher, einen Heiler zu spielen. Vorher war es eigentlich nur möglich, indem man wirklich Addon hatte, wie zum Beispiel Healbot oder Grid, um zu heilen, weil mit den Steuerung V Plaketten anzeigen und dann hier drauf losheilen, das ist machbar, ja, aber schwer, sehr schwer. Ich denke, das war jetzt im Großen und Ganzen zum DK als unheilig. Wie gesagt, ich spiele ihn aktuell auf PvP, da sind die Fähigkeiten noch mal ein bisschen anders. Hab da ein bisschen mehr Defense reingehauen. Und Armee der Toten wird zu einer Monstrosität. Mit nur 1,5 Minuten Cooldown. Ist ganz nett, das ist auch hier so eine Fähigkeit, die man einfach hinpackt und die ganz gut Schaden macht. Im Grunde muss ich eh noch mit dem DK ein bisschen PvP machen. Wie viel will er haben? 1000? Oh, das können wir mit dem anderen Juwe machen. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen hilfreich mit dem, was ich da über den DK so erzählt habe. Ihr dürft mich natürlich gerne weiter löchern, korrigieren, wie auch immer. Wobei korrigieren ist natürlich so eine Sache. Ich mache das hier nur zum Spaß. Früher war ich auch mal auf dem Trip. Ich wollte möglichst gut sein. Mittlerweile ist mir das alles eher so. Ja, ich würde nicht sagen egal, aber das ist nicht mehr ganz so wichtig. Irgendwo auf Platz 1 zu stehen. Und wie ihr seht, hier sind so ziemlich jetzt alle Charaktere einmal durch auf 70. Der Monk ist jetzt kurz vor 69. Den werde ich jetzt die Tage auch noch auf 70 machen. Und aktuell gespielt effektiv den Schurken. Den Jäger habe ich im PvP schon ein bisschen equipped.
Mit der Hexe war ich gerade dabei. Nebenbei. Der Priester sieht schon ganz gut aus als Heiler. Der Rufer, mit dem habe ich auch schon arenamäßig ganz gut was gerockt. Wobei es doch schwierig ist, als Heiler irgendwie eine Wertung höher zu bekommen, wo man doch sehr auf die anderen angewiesen ist. Wie gesagt, mit dem Paladin hatte ich angefangen, aber das ist, naja, irgendwie, naja. Der Druide ist als Tank ganz gut equipped, hatte ich jetzt als Katze und Eule angefangen. Moment, ich könnte ja auch noch für das nächste Mal den Talentbaum kopieren. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, in den letzten Videos habe ich meine Skillungen mit in die Beschreibung reingepackt. Wo haben wir das denn? Google Docs da. Skillungen. Druide, Gleichgewicht, reinkopiert. Heute ist der Route 20. Also ich schreibe auch das Datum dazu, wann ich dann das letzte Mal die Skillung gesehen habe, beziehungsweise bearbeitet habe. Ich hoffe, dass das einigermaßen hilfreich ist. Ich werde jetzt die Tage gucken, dass ich vielleicht einfach nochmal so ein, so zu jeder Klasse so ein kleines kurzes Video mache, wie man denn damit umgeht. Oh, und fliegen hier schon wieder. Ja. Ihren unheilig DD und einmal PvP. Gut gespeichert. Wie gesagt, das füge ich dann wieder unten dazu auf, als Info. Oh, mit der Hexe muss ich noch die Sparks of Life machen. Und heute ist Dienstag. Das heißt, ich habe nicht mehr viel Zeit. Fangen wir doch erstmal damit an. Zu euren Diensten. Bei der Hexe habe ich gerade geguckt. Meine Zeit.
Ich hatte versucht, jetzt als Berechnungshexer ein bisschen was anzufangen. Aber das mit einem Item-Level 335 und einer Tempowertung von 8% kannst du den Berechnungshexer ziemlich in die Tonne treten. Das funktioniert einfach nicht. Bevor die Dots überhaupt drauf sind, sind die meisten Mobs schon tot. Weil, also, wenn irgendwelche anderen Spieler draufhauen. Also, Gebrechensexer, Tempo, 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 ganz viel Tempo. Deswegen versuche ich es jetzt erstmal wieder als, Demo-Hexer. Wir brauchen Lebensfunken und haben wir die Waldrakenquest wohl schon fertig? Wenn dann noch die 25 Kills versuchen. Ne, da ist uncool beim Quaken angreifen, da mit diesen ollen Enten. Wenn da einer drauf sitzt, der ist ja nahezu unsterblich. Na gut, ich glaube, die 25 Kills, das wird heute nichts mehr hier. Beim Qualcott, da wird nicht viel los sein. Immer ganz cool, wenn hier oben dieses Event ist mit dem Mob oder halt hier unten bei dem Kobold-Konvent. Da kann man die 25 Kills eigentlich ganz gut machen. Ansonsten ist es doch sehr anstrengend. Bam, bam, bam. Also machen wir einfach nur die Lebensfunken. Dafür müssen wir aktuell durch Taldrassus fliegen. Entweder Leute killen. Aktuell mit einem PvP-Item-Level von 367 wird sich, glaube ich, niemand von mir großartig töten lassen. Also haben wir noch die Möglichkeit über Weltquest. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Weltquests sind auch schon abgearbeitet. Ich hatte gestern schon ein bisschen was gemacht noch mit der Hexe hier. Also haben wir jetzt nur noch die Möglichkeit, entweder Rare Mobs umzuhauen oder aber wir gucken, dass wir irgendwelche Schätze finden. Und nebenbei melden wir uns nochmal hier für so ein Epic Battle an. Können wir vielleicht noch ein bisschen Ruf farmen, ein bisschen Ehre farmen. Dass wir den Hexer auch noch ein bisschen equipped bekommen. Die Schaufeln habe ich überhaupt noch. Reicht noch eine Weile. Was ein bisschen ärgerlich ist, dass nicht alle Schätze angezeigt werden. Hin und wieder gibt es auch mal eine Truhe, die einfach nur da liegt. Sind dann so Truhen, die heißen wie das Gebiet, in dem man gerade ist oder so. Keine Ahnung. Platz von dem und dem oder sowas. Und die sieht man dann am besten mit dieser komischen Fähigkeit, die ich jetzt natürlich hier nicht draußen habe. Und zwar mit der Anomalieerkennung. Wenn wir das drücken, wird das ganze Bild grau und Schätze werden leicht hervorgehoben, wenn hier welche liegen sollten. Wie zum Beispiel jetzt hier unser Pinsel, der knapp 2000 Gold wert ist. Habe ich jetzt schon mit fast jedem Charakter einmal eingesammelt. Aber wenn jetzt hier zum Beispiel irgendwo ein Schatz liegen sollte,
wird er auf der Minimap als Anomalie angezeigt. Auch die, die wir sonst so nicht sehen würden. Na gut, Angelzubehör ist jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Da sind keine Funken drin. Und da ist auch schon wieder vorbei der Spaß. Adi. Auch wieder nur Angelzubehör. Aber im Angelzubehör, weiß nicht, wie weit ihr das schon mitbekommen habt, könnten auch, ich glaube, Kochrezepte drin sein. Das ist also nicht ganz, ganz daneben, Dinger mal einzusammeln. Angelzubehör, Angelzubehör. Ja, werden sicherlich noch andere hier rumfliegen und farmen. Wenn wir schon mal da sind, nehmen wir das gleich mit. Wird sich denn da hochkommen? Ah, da liegt was. An der Küste des Erwachens seine Position. Okay. Wenn ihr solche Schriften findet. Sollte jetzt eigentlich irgendwo eine Truhe mit entsprechender Größe angezeigt werden. Wahrscheinlich muss ich erst rüberfliegen. Ich habe da gerade gesehen, dass da ein Rare Mob ist, aber ich will noch hier ein paar Sachen mitnehmen. Da wir eh im PvP sind, wer weiß, ob da nicht vielleicht die Horde aktiver ist. Das ist irgendwo unten drinnen, ne? Uncool. Na gut, schauen wir mal gucken. Wollte sagen, war ich nicht gerade erst da oben gewesen, aber das ist wieder eine andere, ne? Eine andere Flagge im Berg. Nicht. Und das sieht sehr nach Horde aus. Und cool. Also für Realm of Farm ist natürlich der PvP-Modus sehr schlecht. Ja, ich weiß, man hätte diese Eule jetzt da umhauen können. Dann hätte ich wahrscheinlich doch 2 oder 3 Funken bekommen.
Das muss aber jeder mit sich selbst ausmachen. Irgendwer wird zu futtern hingestellt, außer den Keksen. Nee, ne? Na gut. Nein, nicht. Ihr arme Hexenmeister, ihr könnt ihn doch nicht einfach umhauen. Gehst du weg mit deinem Demon Hunter? Nein. Naja, mit dem Item Level, wie gesagt, ist halt. Keinen Krieg zu gewinnen. Da sollte man wirklich sich zurückhalten, irgendwo hinten stehen, gucken. Vielleicht ein bisschen die Leute ärgert, aber so wie es aussieht, der Rest vom Team genauso gut equipped wie ich. Dafür ist anscheinend die Horde um einiges besser equipped. Macht natürlich schon wieder Lust auf mehr, ne? Das Ding ist schon sowas von verloren. Alter Schwede. Jetzt können wir uns natürlich zu Tode verteidigen. Kann ich eigentlich da hoch? Horten oder von oben runter wahrscheinlich? Gütelü. Ja. So, dann mache ich wenigstens ein bisschen Schaden. Aber da drüben an, ne? Bestimmt nicht.
Oder funktioniert nicht. Wäre schön gewesen, wenn ich da hätte runterporten können. Da drüben an? Auch nicht. Na gut, versuchen wir mal hier unser Glück noch ein bisschen im direkten Kampf. By the way, der Hexer hier ist der einzige Charakter, der effektiv aktuell mit einem Makro spielt. Und zwar unser Schattenblitz hier. Okay, ich weiß gar nicht, weil ich im Kampf bin. Auf jeden Fall. Oh nein, ich werde schon hier sterben. Habe ich einmal Karas Schattenblitz und Slash Pet Attack. Also ich kann mein Pet eigentlich auf passiv lassen. Weil gerade im PvP ist es doch recht nervig, wenn das Vieh einfach mal auf jeden drauf geht, der da irgendwie vor die Flinte kommt. Und man muss nicht ständig hier auf Angreifen drücken. Komme ich eigentlich in die Nähe von meinem Portal? Nee, ne? Mensch, so viele Heiler, die da rumstehen. Ja, er macht natürlich hier relativ wenig Schaden, meine kleine Hexe. Ich bin gut im Mittelfeld unterwegs, also schön.
Also das ist alles noch nicht wirklich aussagekräftig, was hier gerade passiert. Wir liegen zwar 50 Punkte hinten. Kann sich trotzdem alles noch drehen. Wo sind sie denn, die Heilers? Ja, macht auf jeden Fall mehr Schaden hier mit dieser alten Kanone, als wenn ich selber draufhauen würde. Wenn man den trifft, heißt das. Damn. Oh nein, da fährt eine Maschine durch. Wo haben wir denn noch was? Da ist irgendwas. Wahrscheinlich noch ein Pet oder? Ein Spieler. Na guck, jetzt steige ich schon vom Damage her. Ganz gut. Verhältnis ist natürlich immer noch negativ. Und jetzt kann ich hier nichts mehr machen und die haben das Tor kaputt gemacht. Oh nein.
habe nicht mal meine Fähigkeiten draußen vernünftig. Mensch, kein Wunder, dass hier nichts läuft. Na, das ging aber fix, ey. Ich hab Verderbnis raufgemacht und die haben es direkt runtergenommen. Nicht schlecht. Nahezu instant. Na, wirst du wohl nicht mich kaputt machen, oder? Oh, mein Pet ist weg. Na. Nein. Ich glaube, jetzt sieht es schon sehr eindeutig aus, dass es eine Niederlage wird. Oh, sie haben sogar den Friedhof weggetappt. Not bad. Ach so, die sind auf Cooldown. 50 Sekunden. Wo willst du hin? Falsche Richtung, ja. Glauben die denn, was die jetzt da bezwecken, wenn sie da noch Richtung Hordenbase gehen? Das ist ja witzig, wieso geht denn das Tor zu, wenn er hier durchschießt? Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt.
Na, immerhin 750 Ehre. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich schnell die Funken noch zusammenbekomme. Kriege ich da vielleicht noch ein Item zusammen? Oder zwei? Und dann macht das bestimmt auch ein bisschen mehr Spaß im PvP. Irgendwo hier war doch gerade eine Truhe, wenn ich das richtig gesehen habe. Da. Kommen wir da so hin? Ne, da müssen wir ganz, ganz viele Mobs kaputt machen. Ach, keine Lust drauf. Das möchte ich nicht. Nein, 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 nein. Da haben wir da wieder was rumliegen. Mensch, ist ja wie ein Weltboss hier. Aber hatte ich glaube ich schon ein, zwei Mal erwähnt. Unter Item Level 350 irgendwas hier versuchen ist doch sehr anstrengend. Dann hat gerade wieder was rum. Bewegt eine Erde, ja. So, wo haben wir sie denn? Ah, da wäre zum Beispiel so eine Titantruhe, die er hier gar nicht anzeigt. Ah, wer? Auch dort sind Funken drin. Und irgendwo soll hier noch Erde sein. Einer noch und dann können wir die Quest abgeben. Ach, obwohl, wenn ich gerade mal hier bin, kann ich auch gleich mal gucken. Gut, ich bin jetzt im PvP-Modus, aber kann ja trotzdem gucken, ob die Truhe da ist. Aktiviert ihre Elementarportale. Nein, ist sie nicht. Nur
Oh, der Sturm. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, die Truhe der Elemente kann man einmal die Woche machen. Das ist so ein kleines Event, was man da startet, genauso wie hier bei der Truhe der Flut. Irgendwo gab es hier noch irgendwo eine. Für mich ist aber eigentlich nur die Truhe der Elemente wichtig, weil dort ein Rezept für meinen Juve drin sein könnte. Mit dem man dieses ringgebundene Stundenglas, wie es heißt, macht. Also ein Ring mit dem Boni in eine vergangene oder eine andere Zeit zu reisen. Was mich interessieren würde, was da dann passiert. Ja. Sucht ihr etwas Bestimmtes? Eine zufriedenstellende Vereinbarung. Oh, ihr seid es. Achso, das mit dem Entgegen aller Wahrscheinlichkeit sind die Hordenkills. Die feinsten Waren der Stadt. Was ist denn hier unser schlechtestes Item? Oh, der Rücken. 200 irgendwas. Den kann ich auch direkt verkaufen. Brust und Handgelenke. Seht schon wieder nicht, wie sieht denn die Brust aus hier beim, ach da. Tempo Vielseitigkeit, Crit Vielseitigkeit. Nimm mal Tempo. Auf den Inseln findet ihr nichts Besseres. Aspekte sie kaufen würden. Kristall zurück. Also die Trophäe der Zwietracht ist natürlich schaut euch nur um. Für diese Items hier gedacht. Ah, da könnte ich was kaufen noch für 200. Nehmen wir doch die Handgelenke, oder? Die können wir auch direkt aufwerten. Leider gehen die dann nur bis 421. Aber besser als nichts, ne? Die 24 ist ja das höchste, was man kriegen könnte. Aber jetzt haben wir uns schon mal ein bisschen hochgeschummelt vom Item-Level her. So, ich bin mal ein paar Minuten AFK.
Oh ja, das war höchste Eisenbahn. Aber ich erspare euch die Details. So, Ziel habe ich erreicht. Hexe hat ihre Sparks fertig. Jetzt prinzipiell könnte ich ja wieder zurückgehen. Jetzt muss ich mal gucken, habe ich das überhaupt schon gespeichert in den Talenten? In der Beschreibung Hexenmeister. Wo haben wir sie denn da unten? Ne, habe ich noch gar nicht drin gehabt. Die Demo ist gelungen. Heute ist der 21. Hexenmeister gespeichert. Also ich habe schon so ziemlich jeden Charakter drinne. Ein paar fehlen noch, aber die kommen dann demnächst noch dazu. Jetzt gehen wir erstmal zurück zu dem, was wir eigentlich vorhatten, nämlich noch ein wenig den DK zu spielen. Und zwar schauen wir uns jetzt den DK in PvP an. Wie er sich da so macht. PvP-Skillung ist drin. Allerdings würde ich hier wahrscheinlich sogar die Gliedmaße mit dazu nehmen. Stattdessen irgendetwas anderes weniger machen. Da fällt alles dann weg. Das ist doof. Wie machen wir denn das jetzt am besten, dummsten, wie auch immer? Reisige Gegenwehr? Ist normalerweise oh, wir kommen gar nicht bis runter. Gliedmaße. Ist ja uncool. Muss ich so machen. Jetzt ist die Effektivität vom gefallenen Kreuzfahrer. Na ja, gut, sind 16% und heilt uns um 6% anstatt um 7. Naja, wird schon schief gehen. Schauen wir erstmal. Prinzipiell könnte ich schon rated gehen. Ich hätte, glaube ich, 409. Ob ich mir das gleich antue, mich einmal blamiere mit PvP. Why not? Melden wir uns mal an für
Das Einzelarena. Wir schützen die Inseln. Siegt in all euren. Hatte ich jetzt eigentlich geguckt, ob irgendwelche Aufträge drin waren? Bin so vergesslich, ey. Götze der Lebensbinderin. Moment. Den könnte ich jemandem schnell herstellen. Das ist. Ich glaube, den Skillpunkt habe ich schon, aber ja, trotzdem mal gucken. Das ist natürlich witzig, mit den Stufe 2 Reagenzien dann zu erwarten, dass man Stufe 5 hinbekommt. Aber gut, wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Vielleicht hilft es den Leuten ja im Raid. Wo ich nicht mit dabei bin, also nur um das mal direkt vorweg zu sagen. Ich mache momentan, wie gesagt, eigentlich nur PvP. Wobei ich natürlich auch schon Bock hätte, mal wieder eine Runde Mythix zu laufen, aber ist mir dann doch wieder. So, was machen wir jetzt noch nebenbei? Könnte die Flaggen abfliegen, wäre eine Möglichkeit, während wir auf den Invite warten. Gibt es hier irgendwelche Items geschenkt? Nee, nur urzeitliches Chaos. Oh, gibt es eigentlich PvP-Rüstung? Kann er sogar selber herstellen, siehst du mal. Das wird dann die nächste Aufgabe werden. Stellen den Helm einmal her. Gibt noch mehr Wut entbrannt. Die Fülle. Ist ein so ein Rezept, was hier in diesen Kisten drin sein kann, die man bekommt, wenn man gewinnt. So, wie wir sehen, haben wir den Jesu auch noch nicht draußen. Unsere Bots haben wir auch noch nicht da. Bin so gut vorbereitet. Mann, nee. War bloß die kleinen Heiltränke dabei. Ach, hey. Naja, was soll's. Wird schon schief gehen. Bin ich überhaupt als DD angemeldet hier drin? Ja. Nicht, dass ich aus Versehen als Tank da bin.
Da geht er ab mit seinem Unholy Decay. Genau das war der Grund, warum ich damals die Unheiligskillung überhaupt hatte. Um von A nach B zu reisen, weil man als Unholy noch ein wenig erhöhte Reitgeschwindigkeit hat. Jetzt kann ich wo standen das überhaupt? Steht das überhaupt noch irgendwo? Reitgeschwindigkeit ist um 20% erhöht. Aber das ist, eigentlich war das immer nur als unheilig DK. So, da ich eh relativ schnell gerade bin, versuche ich natürlich direkt vorzukommen zu den Türmen. Falls uns nicht gerade der Jäger hier aufhalten möchte. Naja gut, sein Damage ist jetzt nicht so die Welt zum Glück. Also je schneller man natürlich es schafft, da vorne die Türme einzunehmen, umso schneller könnten wir den Boss umhauen, wenn das denn alles so funktioniert, wie ich mir das hier gerade vorstelle. Oh nein, falsches Reittier. Ah, komm schon. Na, immerhin bin ich nicht alleine, da sind noch ein, zwei Leute. Meine Güte, bin ich jetzt zu blöd, hier da hochzulaufen, oder wie? Der Mob muss natürlich weg, der hindert mich hier daran, das einzunehmen. Ja, da war ich Erster und bin trotzdem Letzter. Naja. Kann man ja nicht rangrippen, nee, ne? Wahnsinn. Oh, ein Jäger.
Ja, da unten. Genau, voll runter. Wenn ich das richtig letztens eigentlich mal gelesen habe, ist es ja wohl sogar so, dass das, was ich hier jetzt gerade tue, gar nicht erlaubt ist von Blizzard-Seite aus. Nämlich die Flagge zu verteidigen. Ich bin außer Reichweite. Aber andererseits, wenn die Türme jetzt gedecapped werden, ist es nahezu unmöglich, da die Bosse umzuhauen. Weil die für jeden Turm 75% mehr Leben und mehr Schaden machen. So, der erste Turm ist down. Er ist nur noch grau. Andererseits könnte man natürlich auch argumentieren, ja mein Gott, sollen sie halt mit dem Gurken hier durchgehen, versuchen den Leuten, die da die Türme deffen, auszunocken, wie auch immer. So. Könnte nicht mal umskillen. Mein Sieg. Oh, ich wollte ja einen Kopf herstellen, ne? Aber jetzt kann ich nochmal schnell gucken. Habe ich jetzt überhaupt schon alles gekauft? 340. Ah, gekauft hatte ich schon alles. Brauche jetzt Eroberungspunkte. Oh, der Arbeer. Gut, die Qualität spielt hier jetzt eigentlich keine große Rolle.
geht es ja nur darum, ein PvP-Item zu haben. Aufwerten kann man ja später immer noch und es gibt einen Punkt dafür. Wir brauchen Legierung. Natürlich falsch geschrieben. Legierung. Einmal die, zwei Stück. Und die Wutentbrannte. Schau, wie das noch? 35 Sekunden. Bin ja schon da. Das Ding ist, ich schärfe jetzt die Waffe und als nächstes komme ich dann wahrscheinlich in die Arena rein, wenn wir alle Waffen entfernt werden. Death grip, cheap shot, rake time, corrosion in kidney, bastion, sehr schön. Rake's done. Predator swiftness. Was hat denn der Priester? Also sowas von Lost bei? Warum? Dark transform. Ja, die Eule macht ganz gut Damage. Aber da der Priester jetzt einfach abgehauen ist, hat er jetzt, glaube ich, ein Debuffen können. Demnächst erstmal nicht ins BG rein, oder? Cheap shot, making a
Wie haben die das denn geschafft, das Ding einzunehmen? Ich entschuldige mich für die netten Stimmen im Hintergrund, aber ohne. Weiß man natürlich nie, was die anderen so alles treiben, ne? Das ist auch mal so mies mit dem Rumgeschwupse. Na, egal. Sprint. Seduction. Inferno. Cookie. Dark Pact. Lock Wall. Lock Wall down. Stealth. Vanish. Ah, alter Schwede. Wo sind die denn alle her? Einen guten Tag, Torziel. Ja, wie geht's? Wie steht's? Smash. Nach dieser erfolgreichen Woche der Liebesraketenfarmerei. Da ist gerade nichts durch. Alter Schwede. Ah, bei mir, war es bestens. War es bestens. Hat der Priester recht gehabt? Verlieren wir hier haushoch ein. Mist. Fischer, der Wahnsinn hier. Da lohnt sich das Aufstehen ja eigentlich gar nicht, oder? Cloak of Shadows, Wind Shear. Infusion down, Chaos Gold. Cloak of Shadows, Garrote Silence. Dark Pack, Cookie. Trinket in Seduction, Kidney. Dismantle, Storm Bolt. Battle Mortal Death, Evasion, Asphyxiate. Shiv, Fischl D, Anti-Magic Shell, Death, Chill Streak, Breath of Syndra, Evasion Act, Wind Cookie, Psychic Spring. Habe ich die Lust jetzt nochmal reinzugehen? Nach heute soll es kommen. Death Battle Mask, Grabby Hands, Dark Intimidating shot.
Ja, ist natürlich nicht schlecht hier, dass er hier völlig unsterblich da mit seinem DK steht. Das ist zu viel jetzt hier. Grammar 280 Ehre dafür bekommen. Gefühlt ist mir halt auch ein bisschen zu viel rumgeklicke, wie wir aktuell haben. Haben wir schon mal den Gargoyl weg? Aber viel kann man, glaube ich, nicht mehr wegmachen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man die Epidemie jetzt wirklich braucht. Im PvP. Müsste dafür irgendwas anderes nehmen. Ein random Epic. Die alten Tische müssen weg. Ja, und scheinbar müssen auch die neuen Zutaten weg, wenn jemand da einen Kessel stellt. So, wie sieht's aus, Torzel, mit deinem Jäger? Bisschen Ehre farmen. Das Equip. Oder hast du einen strengen Zeitplan?
Erze farmen willst du noch? Da muss sie aber reinnehmen. Eieieiei. Ach nö. Verlieren wir schon wieder die Docks? Alter Schwede. Ich hab doch vorhin erst eine Runde verloren. Kann man jetzt nicht schon wieder verlieren hier. By the way, warum kommt jetzt erst Hero? Deutliche Unterzahl hier gerade. Alter Schwede. Wahnsinn. Ich will hier einen wegrotzen. Das Ding ist, ich fange natürlich jetzt wieder relativ spät an. Hier irgendwie was PvP-mäßiges zu machen. Ein Großteil wird schon mit Max-Item-Level hier rumlaufen und Noobs bashen. Ach, wir haben das noch gar nicht. Ach Gottes Willen. Wozu reiten die denn alle hierher? Ich dachte, hier wird jetzt ein Angriff gefahren. Ja, den einzigen Angriff, den die fahren, ist gegen mich, alter Schwede. Sehr gut koordiniert, ey. Ich muss also sehr gut aufgepasst von allen.
Wobei bin ich doch jetzt gar nicht so schlecht equipped mit 411, ey. Ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen was ändern an der Skillung. Das gefällt mir so noch nicht, dass ich so schnell umfall. Ja, super, wie die Hexe wieder hochgeheilt wird hier, ey. Ja, sie haben deutlich die besseren Heiler, deutlich die besseren Delays. Ziemlich uncool. Noch ein Heiler. Nicht weglaufen, kommt her hier. Durch töten. Dann hier eigentlich schon wieder alleine, sieht so aus, ne? Gegen vier. Naja. Kannst du machen, nix. Oh, wir haben die Docks. Nachdem sie bei uns schon drinne sind. Toll. Thank you.
Wird sicherlich eh gleich vorbei sein und ich denke mal, das Tor wird noch gar nicht irgendwie beschossen, oder? Nee. Naja, verloren ist es erst, wenn es vorbei ist, nicht wahr? Noch haben wir eine Chance. Wenn auch nur eine sehr kleine. Vom Punkteverhältnis werden wir es ja nicht schaffen. Wie gesagt, in der Base sind wir auch schon drin. Vielleicht schafft es eine kleine Gruppe, den Boss noch umzuhauen. Wenn wir es dann irgendwann durchs Tor schaffen. Trifft der eine überhaupt? Das sieht so aus, als wenn er einmal davor runterfällt. Oh, sieht nicht gut aus. Aber noch scheinen sie nicht angegriffen zu haben. Die wird noch mit 100% angezeigt. Oh, der hat die Box eingenommen. Na, mal gucken, ob jetzt welche kommen hier. Ich bräuchte nur irgendeinen Addon, womit man die Prozente vom Tor an den Chat weitergeben kann. Nein, wieder runtergefallen. War so nicht geplant.
Wollte er nicht wegfahren zur Seite. Irgendwer hier, den wir umhauen können, die da vorne. Was, ist der da gerade reingefahren und gestorben dadurch? Oh, nicht schlecht. Mal gucken, ob hier ein Tank dabei ist. Oh, schon gelost. Der Timer hier an die runter, die Prozente habe ich gar nicht jetzt drauf geachtet. Ach, na egal. Könnt ihr noch gucken, ob ich mir die Füße noch herstellen lasse? Unser Schwarm hat viel zu bieten. Knappe 6000 Gold, plus noch ein bisschen Taschengeld. Naja. Wofür fahren wir denn das ganze Gold? Wir müssen nicht ausgeben. Ob ich das erstmal als Gildenauftrag mache? Oder direkt öffentlich? Ach, mal gucken, vielleicht kann es einer aus der Gilde. Ich hoffe, euch bald wiederzusehen. So, was wollte ich jetzt gucken? Achso. Wie kriegen wir noch ein bisschen Schadensverringerung hin? Stimmt gar nicht. Ich glaube, hier gibt es gar nichts mehr, ne? Wenn ich unter 30% Gesundheit bin, Schaden verringert. Haben wir hier schon drin. Erhöht den Lebensraum, erhöht die Ausdauer.
Lebens drauf, habe jetzt noch gar nichts drauf. Das mit dem Blenden wäre natürlich auch nett, ne, im PvP. Ich glaube in der Arena, weiß gar nicht, ob die Liedmasse da jetzt so viel bringt. Wenn das mit dem Herangrippen ist natürlich ganz cool, ne? Prozent Lebensraub. Weiß gar nicht. Echo des Todes wäre natürlich auch nett. So viele schöne Sachen. Auch mehr Skillpunkte, das funktioniert so nicht.
direkt zum Geschäft. So, jetzt wird's lustig. Im Unheilig Dekade das erste Mal in der Arena. Mal schauen, wie blöd ich mich anstelle. Ich hatte gestern jemanden gestalkt, der den Gladiator-Drachen schon hatte. Er hat im gemischten Einzel in diesem, was wir hier jetzt gerade veranstalten, in dieser Einzelarena, hat er eine Wertung von 3300 gehabt. Also mit meinem bis dato besten Charakter krepel ich irgendwo so bei 1200 umher. Ich muss dazu sagen, ich habe nie viel Arena gespielt bis dahin. Aber es macht Spaß irgendwie. So, muss ich noch irgendwas machen, bevor ich jetzt hier... Eigentlich habe ich nichts, was ich drücken müsste vorher, ne? Transcendence, Growl, Grounding, Sky Fury Totem, Fire Elemental, Let's Sweep, Serenity, Invoke Zillion, Inland Sky, Best Fury, Thunderstorm, Wind Lord, Inland Sky, Earth Ball, Primordial Wind, Trinket, Best Fury, Iron Ball, Canary, Lightning Background, Mal gucken, ob wir ihn vom Keller weglocken können, aber ich glaube, das sieht nicht so aus. Gar nicht so verkehrt aus. Was? Der kann sich nicht mal grippen lassen. Wahnsinn. Thunderstorm. Ice. Crimson Vial. Ascendance.
Stormkeeper. Swift men. They can help. Incarnation tree. Step. Incarnation down. Static cyclone. Ja, stirb. Doch. Na guck, so schlecht bin ich gar nicht. Platz 2 vom Damage her. Ach Mist, jetzt habe ich den falsch. Hat er mich gerade echt entwaffnet, der Schurke, nicht schlecht. Der Schurke den Charme einfach umhauen. Monk, du musst überleben. Shit. Wir profitieren. Also Damage-technisch sieht er, technisch sieht er ganz gut aus, ja. Unheilig dicker. Könnte nur noch ein bisschen mehr sein. Irgendwie von allem. Ade. Ich
Wir sind meine Heiler. Und wer ist da hinten umher? Transcendence. Purge. 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 Cheap shot. Purge. Purge. Lending protection to any health in the experience being recommended. Ask for champion. Blind. Dragon. Pistol team. Naja, weder gut noch schlecht für die erste Runde. Naja, vielleicht schaffe ich ja noch eine Kiste zu fahren. Mal gucken. 18:40. Ne, ich glaube, hier warte ich lieber bis nächste Woche, dann ich den Bus aufwerten kann, halbwegs sind. Wire Set Boni auf 421. Ich glaube, der Umhang bringt da nicht ganz so viel. Wobei nächste Woche geht wieder 8 Punkte, ne? 8 Marken. Heißt, ich wäre jetzt bei 4, nächste Woche bei 12. Also eigentlich wird wurscht, kann ich auch jetzt machen. Läuft das Erzefarmen dann wenigstens ein bisschen besser als das, was ich hier veranstalte. Für den Ruhm der Drachen. Leider nein. Suchst du was Bestimmtes bei den Ärzten oder einfach nur Masse? Ach, die Wissenspunkte. Na ja.
ihr wissen? Vielen Dank für alles. Interessanterweise habe ich es bei allen Charakteren geschafft, sämtliche Beruf. Ja. Selbst die ganze Farmerei. Rebellen von dem Außenposten überfallen Zivilisten auf den Straßen. Setzt ihren Machenschaften ein. Das ist ja auch interessant. Todesfäulnis breitet sich auf alle Gegner aus. So, neue Runde, neues Glück. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Die Hexe hat zumindest Kämpfer Rang 2. Ne, schon höher. Aufwertungsgrad 3, also die war schon mal Kämpfer. Ne, oder? Doch. Ne, Quatsch. Mit 1 kommt man auf 2 und mit 2 auf 3. So. Also mindestens eine Arena-Wertung von 1200, 1300. Ja, dann haben sie den denn umgehauen, ey. Der Krieger hat auch Kämpfer Rang 2. Und ich stehe hier mit meinem Noob-Dicker.
circle. Ach Mist, jetzt sterbe ich. Das war ein Fehler von mir, rauszugehen. Damage stands. Demonic circle. Berserker rage. Dark Moon. Odin. Trinketed. Contest. Lock down. Contending shot. Hat er nicht gesagt, Warlock wird er machen? Wie haben die denn den Heiler geschafft schon wieder? Demonic circle. Ja, du ist nicht schlecht, ey. Down.
Aber dafür stirbt er jetzt. Na guck, da macht mir der Stern die Füße. Klang ein wenig komisch, aber... Meinte natürlich, er stellt sie mir her, die PvP-Boots. Wer wird da gesappt? Ich bin gerade schon ein bisschen überfordert hier. Wie, wenn ich... Und er denn? Schade. Nur ein Sieg, ich brauche noch einen, damit ich wenigstens eine Kiste bekomme. Damage stands. Demonic Circle. Stormbolt. Odin. Dark Path. Infusion down. Open. Dark fire. Counter. Star reflection. Reflection effect. Building up. Teleport. Och, Menno.
Bei mir alle Ehre Stufe 125, 56, 300 und ich dazwischen mit Ehre 28. Ja, läuft, ne? Rebellen von dem Außenposten überfallen Zivilisten auf den Straßen nach Waldracken. Setzt ihren Machenschaften ein Ende. Den Elite-Mob wollte ich jetzt nicht unbedingt machen. So, schnell mal einmal zur Post. Die Boots abholen. Zwölf im PvP, das sieht auch schon ganz gut aus. Wie hoch komme ich denn jetzt mit die Steinchens? Immer noch kurz vor drei. Vielleicht schafft ja noch einer, das Werkzeug herzustellen aus der Gilde. Kann ich hier irgendwo noch ein Set Boni raufhauen? Die Hände könnte ich in der Tat. Machen wir das da auch einfach mal.
Aber die werden dann Crit und Tempo. Na gut, Tempo brauche ich eh noch ein bisschen mehr wahrscheinlich. Möchte sich der Einschwunggurke mit mir anlegen? Zum Glück nicht. Mit seinen 376.000 Leben. Hätte nervig werden können. Mit dem habe ich schon die Kiste der Elemente gemacht. Brauche ich also gar nicht erst gucken gehen. Oh, Wissenspunkte. Was kommt danach? Die Laserlupe zum Herstellen. Na komm, versuchen wir mal, ob die wir noch bekommen. Ich weiß, man hätte eigentlich noch nächste Woche warten können. Wenn der Dunkelmond ja mal wieder ist, aber ach, was soll's. Wie viele Punkte habe ich denn überhaupt noch? Habe ich überhaupt schon welche? Sind sie denn? Ja, 53 ist auch nicht so die Welt, ne? So, auf ein neues. Mal gucken, wen haben wir hier? Hexer hat auch schon wieder Kämpfer Rang 1.
Wieso habe ich eigentlich keinen Titel drin? Was soll das denn? Bei Paladin ist natürlich uncool jetzt hier. Die ganzen Bubbles erstmal ausspielen. Zack. Da hat er einen Fehler gemacht. Der DK hat auch schon Rang 2 aufgewertet. Demonic Circle. Big heal. Big heal. Divine Shield. Locked on. Hammer of Justice. Home to the King. Bubble down. Down. Ja, jetzt haben sie draus die Palas, wa? Aber gerade so, ey. Meine Herren. Demonic Circle.
Station. Center. Teleport. Breaking up. Protection down. Death mark down. Alternate temperature. Inside front. Breathe out through. Dark glare. Light protection. Agent. Back down. Fear. Abandoning that. Repeating. Schade. Hat er nochmal dich gerettet. Jetzt das mal. Really, haben sie ihn Weiler umgenutzt. Damit. Wir hatten die Hexe 4 Millionen Schaden gemacht in der kurzen Zeit. Crazy. Den gehen wir jetzt auf den Dicker. Shit.
Haben wir ihn beide gestunt, na super. Es ist immer schön, wenn sie immun sind gegen alles, was ich hier mache. Und wieder immun, Wahnsinn. Stirbt doch endlich, geht doch. Kriege langsam Hüngerchen hier vom ganzen Rum-PvP. Immerhin schon mal dreimal gewonnen, gibt eine Kiste. Gibt auf jeden Fall eine Kiste. Ja, ein kleines Hüngerchen. Jetzt stirb. Und der Priester stirbt. Nein, er hat sie geholt. Damit. Jetzt aber, come on, nein. What? Achso, out of time waren, glaube ich, ne? Ach ne, Paladin ist gestorben. War der jetzt bei mir im Team? Ja, Mist. Na, immerhin. Drei Runden. Ich glaube, ich muss noch einmal machen, ne? Sonst... Habe ich die Kiste nicht voll, oder? Mal gucken. Ah, nein, wir haben die Kiste voll. Schön. Reicht. Ah, guck mal, so da noch ein Rezept drin gewesen für einen Lederer. Was ist das mit dem Tor zu schon? Kettenhelm? Kettenkopf. Mein Lederer, der ist ja auf Ledersachen spezialisiert gewesen.
genau das, was wir suchen. Unseren Freunden viel Glück. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Ich schicke dir einfach mal auf den Torzel. Abschließend war das ein ganz lustiger Tag auf dem DK. Ich werde den Anfang von diesem Video noch zurechtschnibbeln und dann auf YouTube separat stellen. Und dann werde ich demnächst wieder anfangen. Jeden Charme mal so ein bisschen als, ja, keine Ahnung, wie sagt man, die Spezialisierung an sich einmal ein bisschen anzusprechen. Für jeden Charakter ein extra Video machen und das dann in einer Playlist bearbeiten. Aber an dieser Stelle werde ich jetzt erstmal den Stream ausmachen. War mir eine Freude wieder mal hier, alles nicht wahr? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.